Hallo zusammen, hallo zusammen. Ausgehend von der No Plank, No Pain Challenge, die unser Kollege Sascha Lerz über Twitter ins Leben gerufen hat, habe ich mir gedacht, ich zeige euch noch ein paar Varianten der Planke, weil diese 28 Tage bis Ende Februar könnten ja doch etwas länger werden, und dass damit keine Langeweile aufkommt, könnt ihr ja einige dieser Varianten ausprobieren oder es auch sein lassen. Also, was ich gesehen habe, die normale Planke, die normalerweise gezeigt wird, sieht etwa so aus. Hände zu den Fäusten, Ellbogen unter den Schultern, Körper spannen, eine Linie zwischen Schultern, Hüftknochen und Fußgelenk, Rücken strecken. Das Wichtigste für mich ist, dass ihr euch mit den Ellbogen und den Füßen am Boden abstützt und so eigentlich eine Brücke baut zwischen Ellbogen und Ellbogen und den Ellbogen und hinten. Gut. Eine weitere Variante wäre, die Unterarme parallel zu halten, die Finger gespreizt. Oder des Weiteren könnt ihr die Arme auch mal umdrehen oder die Arme so unter den Körper nehmen. Von hier aus gäbe es noch eine Variante für einen Seitenstütz, indem ihr die Füße zusammenhaltet, abknickt und euch so seitlich abstützt, seitliche Planke. Dasselbe auf die andere Seite. Und ihr könntet auch die Beine auseinandernehmen, die Beine zusammen, ein Bein oben, das andere unten. Und wechseln. Gut. Das wären jetzt mal die klassischen Planken. Aus dem yogischen Standpunkt gäbe es auch einige Varianten. Nur nicht auf den Unterarm gestützt, sondern dann auf den Händen. Ausgehend vom Vierfüßestand. Die Beine hinten raus. Auch hier kann man diese Varianten wieder machen, wenn man möchte. Man kann auch sich so abdrehen, nur den Oberkörper verdrehen, die Beine und die Hüfte in Linie behalten. Oder dann Vasisthasana heißt diese Übung, der seitliche Stütz. Etwas schwieriger als auf den Unterarmen. Wichtig ist, dass ihr den oberen Teil des Körpers entspannt, also den oberen Arm, das obere Bein. Zum Entlasten kurz in die Hundestellung, den Rücken durchdehnen und wechseln. Gut. Das wären auch noch Varianten. Und gerade vorhin ist mir noch etwas in den Sinn gekommen während des Übens. Ist zwar nicht mehr eine Planke, aber sehr gut für den Oberkörper zu trainieren, die Schultermuskulatur. Die kommt in den Vierfüßestand, aber legt die Arme so an. Kommt in den Hund und dann tüpft ihr oder berührt ihr mit der Stirn den Boden bei den Ellbogen und dann vorne bei den Händen. Und wer will, kann noch die Füße oder die Zehen stärken, indem er über die Zehen rollt. Also wenn man hinten ist, die Waden gedehnt. Und wenn du nach vorne kommst, kippst du über die Zehen. Gut. Und noch die letzte Variante, wurde auf Twitter auch schon erwähnt. Im Yoga heißt sie dann Nakrasana, das Krokodil. Ist eigentlich die Liegestütze, aber unbeweglich, einfach knapp über dem Boden schwebend. Also aus der Hornplanke gehst du runter und bleibst.
Hier könnte man noch hüpfen, wenn man möchte. Gut, meine Vorschläge für eine kreative Challenge, für einen kreativen Umgang mit dieser No Plank, No Pain Challenge. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Nachtun. Wenn ihr Fragen habt, da unten irgendwo in den Kommentaren. Man sieht sich. Tschüss.